Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zur heutigen Online-Konferenz begrüßen. Kapitalmarktdialog, Oktober 2018. Ich denke, wir haben bereits November, aber da uns der Oktober mit so vielen interessanten Themen versorgt hat, ist es natürlich nur recht und billig, dass wir ihm noch huldigen. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Nutzen Sie hierzu bitte die Technik, die die Software bietet, und sofern es zu gegebener Stelle passt, gehe ich gerne direkt darauf ein, und sofern es zu späterem Zeitpunkt eher Sinn macht, weil dann möglicherweise noch eine erklärende Grafik kommt, gehen wir dann später darauf ein. Sie erhalten im Nachgang wie immer auch die Konserven zugeschickt, aber haben selbstverständlich auch die Möglichkeiten, jederzeit per Telefon oder E-Mail im Nachgang mit uns in Verbindung zu treten. Wir steigen direkt ins Thema ein, Black Friday und Cyber Week, Discount bei Vermögenswerten. Also die Themen könnten momentan nicht besser passen. Sie wissen, am Black Friday gibt es immer sensationelle Rabatte, zumindest möchte uns der Handel das klar machen. Teilweise gibt es auch nur die Rabatte, die man vorher eingepreist hat. Teilweise werden Produkte sogar teurer als zur normalen Zeit, aber wir brauchen das eben in der heutigen Zeit wohl als Motivation. Und die Cyber Week, nun ja, Sie wissen, im Internet und in der Technologie, da ist alles immer größer und schöner. Dementsprechend haben wir hier nicht nur sogar einen Tag, sondern eine komplette Woche. Jedenfalls sehen wir einen Discount bei Vermögenswert und das ist natürlich ein interessanter Aspekt. Wir schauen zunächst auf die Preisentwicklung verschiedener Vermögensklassen im aktuellen Kalenderjahr. Sie sehen jeweils hier in der linken Spalte dargestellt die jeweilige Vermögensklasse. Der blaue Balken gibt Ihnen die Entwicklung im letzten Monat an. Der graue Balken im laufenden Jahr 2018, das jeweils mit den Schlusskursen von gestern gerechnet. Und Sie sehen schon, wenn wir mal auf das Gesamtjahr blicken, also einen Fokus auf die grauen Balken hier momentan fokussieren, dann sehen Sie, okay, mit spanischen Staatsanleihen konnten wir hier ein Plus erzielen, mit Staatsanleihen Deutschland, die ein bisschen verbreiteter sind, hatten wir auch ein kleines Plus, Schwellenländeranleihen Eurozone, okay, aber alles in allem sehen wir doch, dass viele Balken bewegen sich eher links von der Nulllinie, die Dynamik auch relativ stark, zumindest dann, wenn wir das Jahr 2017 zugrunde legen, was sich ja durch eine historisch einmalig geringe Schwankungsbreite in vielen Segmenten des Kapitalmarktes ausgezeichnet hat. Und nun sehen wir wieder etwas mehr Realitätssinn, wir sehen auch wieder etwas mehr Verunsicherung, wie auch die aktuellen Schlagzeilen im Internet hier entsprechend dokumentieren. Und demzufolge hier ein gleichgerichteter Rückgang in vielen, vielen Vermögensklassen. Klar, die Stärke des Ausschlags, die ist unterschiedlich, aber die Richtung, Sie sehen es doch, ist bei vielen Vermögenswerten hier relativ einheitlich. Die ist eben links der Nulllinie, also kurz gesagt im negativen Bereich. Wo es besonders ins Kontor eingeschlagen hat, das sind die Technologiewerte. Ich habe Ihnen hier mal drei Exemplare mitgebracht, zum einen Wirecard. Sie wissen, ein deutsches Unternehmen, was es auch mittlerweile in den deutschen Leitindex DAX 30 geschafft hat, Nvidia und Amazon als der prominente Vertreter eben des US-Technologiebereichs. Und ich habe Ihnen hier mal die Entwicklung mitgebracht, jeweils indexiert für die vergangenen 10 Jahre. Und da sehen Sie schon spektakuläre Entwicklung. Klar, nach der Finanzkrise waren die Kurse auch sehr niedrig, aber nichtsdestotrotz, das sind natürlich exorbitante Gewinne, die wir hier entsprechend sehen. Wir sehen teilweise eine massive Kursgewinne und jetzt hier am rechten Rand, da sehen Sie das, da geht es ordentlich stark nach unten hier mit den verschiedenen Positionen und das trifft natürlich auch die Märkte insgesamt, weil wenn Technologietitel höher gewichtet sind in Marktkapitalisierungsgewichte, in Indizes, dann führen natürlich starke Preisreaktionen bei diesen Aktien auch dazu, dass der Index stärker bewegt wird als vielleicht zu einem Zeitpunkt von vor 10 oder 11 Jahren, als eben die Tech-Titel noch weitaus geringer in den Leitindizes gewichtet waren. Also das ist wirklich schon eine relativ starke Bewegung, die wir hier sehen. Und dementsprechend nochmal bezogen auf den deutschen Leitindex, auch das habe ich Ihnen mitgebracht. Was Sie hier sehen, ist vereinfacht gesprochen, wenn Sie so möchten, die Nulllinie und die Ausschläge nach unten hier in Rot dargestellt, die stellen exemplarisch eben die Kursrückgänge dar. Und da sehen Sie schon mit den Schlusskursen von gestern, haben wir vom letzten Hoch mittlerweile einen Drawdown von, also einen Rückgang von 17%. Wenn Sie dazu noch das Verlustergebnis von heute dazu addieren, dann sind wir bei fast 20%. Und die Experten unter Ihnen wissen vielleicht, dass man ab 20% von einem sogenannten
Bärenmarkt redet, also dass eben genau das Gegenteil eben zum Bullenmarkt, den die Aktionäre ja so gerne mögen, was eben steigende Kurse bedeutet. Der Bärenmarkt zeichnet sich eben aus durch rückläufige Kurse und dementsprechend einer gewissen Dimension, und ab 20% redet man hier vom Bärenmarkt. Gleichzeitig auch der Ölpreis mit einer sehr schwankungsreichen Bewegung in diesem Jahr. Sie sind dargestellt sowohl für WTI als auch für Brent, und Sie sehen schon, wir haben Ihnen das jetzt mal mitgebracht auf Sicht von 12 Monaten, da fangen wir einfach mal bei 0 an, dann sehen wir einen Zickzackverlauf, der relativ stark nach oben geht auch, und jetzt hat man in relativ kurzer Zeit, wenn Sie mal hier die Zeitachse reflektieren, also innerhalb von wenigen Wochen hat man dieses gesamte Jahresplus wieder aufgegeben, sodass man am Ende sagen muss, außer Spesen nichts gewesen beim Ölpreis, also auch hier relativ starke Ausschläge in kurzer Zeit, und Sie wissen, dass viele Kapitalmarktteilnehmer heute ihr Risiko nach statistischen Risikomodellen fahren, und tendenziell, wenn die Schwankungsbreite am Markt steigt, wenn die Schwankungsbreite bei verschiedenen Vermögensklassen steigt, dann zeigen diese Systeme eben an, dass es nun Sinn macht, entsprechend Positionen zu realisieren, respektive Positionen abzusichern, und das führt dann eben auch dazu, dass gleichgerichtetes Risikomanagement natürlich Marktbewegung auch noch einmal verstärkt, und dementsprechend macht es wenig Sinn, diese jetzt in einen fundamentalen Kontext einzuordnen, aber das sehen wir gleich noch bei den Konjunkturdaten. Das Zwischenfazit an dieser Stelle, klar, wir haben momentane Preisentwicklung bei vielen unterschiedlichen Vermögensklassen, das konnten Sie sehen. Ich glaube, es ist jedem von uns bewusst, dass damit die Anforderungen an eine diversifizierte Vermögensstruktur steigen. Und damit meine ich nicht, dass Sie ein bisschen Bayer kaufen, ein bisschen BMW und ein bisschen Siemens, sondern dass wir natürlich viel breiter diversifizieren müssen, dass die ökonomischen und wirtschaftlichen Risikotreiber, die in den verschiedenen Vermögensklassen enthalten sind, hier vernünftig zu streuen sind. Weil wenn wir eben diesen Gleichlauf haben, wie übrigens typisch ist für einen steigenden Respekt vor weiterfallenden Kursen, vor schlechteren Schlagzeilen, dann wird Diversifikation immer schwieriger, und dann zeigt sich auch sehr, sehr schön, wer bei ein diversifiziertes Portfolio verfügt hat und wer eben vielleicht zu gering diversifiziert war. Also das sind meines Erachtens ein ganz, ganz großes Thema. Nichts, mit dem Sie Schlagzeilen schreiben können, nichts, mit dem Sie Titelblätter von Gazetten füllen können, aber etwas, was in Sachen der Vermögensstrukturierung natürlich ein absolut elementarer Baustein einer langfristigen Vermögensstruktur darstellt. Was man feststellen muss, dass viele Anleger nutzen bei weitem nicht alle Quellen der Diversifikation. Man ist eben in zu wenig Positionen investiert. Diese Positionen haben dann häufig auch noch ökonomisch die gleichen Risikotreiber. Und Sie haben das schon gesehen, dass das natürlich auch in der Phase, wo auch verschiedenste Vermögensklassen wie Anleihen, Aktien oder auch Rohstoffe und Edelmetalle gleichgerichtet sich in eine Richtung entwickeln, dann ist es schon schmerzhaft, aber wenn sie dann noch zu gering diversifiziert sind, dann ist das natürlich sehr, sehr unangenehm. Die Technologieaktien, wie eben angedeutet, sind besonders stark betroffen. Klar, hatten vorher auch eine sensationelle Wertentwicklung. Man muss es eben so festhalten, wir hatten das heute gerade als Analyse für einen Kunden, die ich aber aufgrund der Regulatorik und des Anlegerschutzes leider nicht au detail zeigen darf, aber der Aspekt, den man schon sehen kann, ist bei einem bekannten deutschen Technologietitel, der jüngst in den DAX aufgestiegen ist, Sie können sich dann wahrscheinlich denken, wer da theoretisch in Frage kommt, dass man schon sehen muss, dass natürlich das Geschäftsmodell langfristig sehr, sehr interessant erscheint, aber dass trotzdem die Bewertung und das Wachstum, was die Anleger einpreisen, vielleicht etwas zu optimistisch ist, und das ist durchaus auch vielen bekannt, aber das wird so lange ignoriert, wie eben die Märkte steigen. Und wenn die Märkte dann eben fallen, egal aus welchen Gründen, dann wird eben auch aus solchen Positionen stark Geld rausgenommen. Das sind tendenziell auch Positionen, die eine höhere Volatilität haben. Das heißt, wenn Sie Ihr Risiko im Portfolio mit wenigen Transaktionen reduzieren wollen, dann sind natürlich Titel mit höherer Volatilität dazu eher geeignet als Titel mit geringerer Volatilität. Und klar, aufgrund der exorbitanten Buchgewinne, die natürlich auf diesen Positionen hier liegen, macht das vielleicht auch Sinn, dann mal Kurse zu realisieren, Gewinne hier mitzunehmen, diese gegebenenfalls mit Altverlusten zu verrechnen und sich dann neu zu positionieren, wenn sich hier entsprechend der Nebel etwas gelegt hat. Auch der deutsche Aktienmarkt, ich habe es eben angesprochen, sehr, sehr zyklischer Aktienmarkt. Die Diversifizierung im Vergleich zu breiteren Indizes wie einem Stock 600 und auch einem S&P 500 aufgrund der Anzahl der Titel schon natürlich deutlich schlechter.
Dazu noch die sehr fokussierte Ausrichtung auch des Leitindex, bei der man ja auch diskutieren kann, ob das jetzt so exemplarisch für die deutsche Wirtschaft ist oder ob man nicht das Ganze um MDAX und SDAX ergänzen müsste, um eher repräsentativ zu sein für Deutschland. Aber nichtsdestotrotz, die deutschen Aktien gemessen am globalen Aktienmarktvolumen machen irgendwo zwischen 3 und 5% der gesamten Marktkapitalisierung aus. Das heißt, wenn Sie zu mehr als 5% in deutsche Aktien investiert sind, dann ist das durchaus eine sehr aktive Wette auf eine Positionierung und die sollte man schon sehr, sehr gut begründen können. Ansonsten gibt es keinen sachlichen Grund, außer der Hintergrund, dass Sie eben glauben, weil Sie mit den Marken, die wir hier in Deutschland kennen, von Siemens, Adidas, Deutsche Bank, Commerzbank und Co., dass Sie die eben besser einschätzen können. Aber das ist, wie die Verhaltenspsychologen eben so gerne sagen, das ist natürlich ein Irrtum. Wichtig bei den Ölpreisen, das ist noch ein interessantes Thema, weil die reduzieren die Inflationserwartung und das ist auch etwas, was wir uns beim Thema Zinsen noch kurz anschauen werden, aber hier zumindest mal das Zwischenfazit für diesen Block. Wir schauen auf die Eurozone, da haben wir die alte Thematik, neuer Monat, alte Probleme. Diese Folie muss man nun wirklich nicht austauschen, weil die strukturellen Probleme werden von der Politik nicht nachhaltig angegangen. Dementsprechend können wir jeden Monat neu die verschiedenen Symptome hier quantifizieren und beschreiben. In diesem Monat habe ich Ihnen mal wieder mitgebracht, die Renditeveränderung von Staatsanleihen 10-jähriger Restlaufzeit verschiedener Länder aus dem Euroraum. Die Veränderung wird in Basispunkten dargestellt. 100 Basispunkte sind 1%. Das heißt, dieser blaue Balken hier für Italien, der sagt Ihnen nichts anderes, als dass die Rendite 10-jähriger italienischer Papiere im Jahresverlauf 2018 um 1,65% angestiegen ist und im gleichen Atemzug zum Beispiel die Renditen für deutsche Staatsanleihen um 5 Basispunkte, also 0,05% zurückgekommen sind. Also das kann man sehen und Sie können hier auch gleich auch identifizieren, dass das Phänomen, was wir aus der Euro- und Staatsschuldenkrise kannten, dass Italien, Spanien, Irland, Portugal, Griechenland, dass alles so liebevoll als Peripherie bezeichnet wurde oder auch Südeuro, dass das heute nicht passiert. Wir haben momentan die Thematik, dass die Renditeveränderung und damit auch die steigende Risikowahrnehmung der Marktteilnehmer sich momentan sehr stark auf italienische Papiere hier fokussiert. In Spanien sehen wir aktuell keine Bewegung, Irland, Portugal eben entsprechend auch nicht. Im unteren Bild sehen wir mal die aktuellen Zinssätze eben genau für diese 10-jährigen Staatsanleihen. Diese 7% Todeszone ist ein Begriff, den wir im Rahmen der ersten Euro- und Staatsschuldenkrise eingeführt haben. Man wird es wohl die erste nennen, weil wenn die Politik strukturell nichts angeht, dann werden noch weitere Folgen und dementsprechend werden wir wahrscheinlich irgendwann die zweite Euro-Staatsschuldenkrise haben, irgendwann werden wir die dritte Euro-Staats- und Verschuldungskrise haben, and so on. De facto ist, Sie sehen die Renditen, Deutschland 0,4% für 10-jährige Papiere, Italien 3,6%, also Faktor 9 und da sieht man schon, dass da natürlich der Markt hier gewisse Unsicherheiten einpreist, aber von der Panik sind wir noch entfernt. Wenn wir kurz auf Italien blicken, dann möchte ich Sie über das, was Sie in den Medien ohnehin lesen können, sensibilisieren, wie sich eigentlich das Haushaltsdefizit in Italien zusammensetzt. Wir haben hier in Blau dargestellt, eben diesen Primärüberschuss. Und dann, um was es ja auch häufig geht, sind eben die Zinszahlungen, die sehen Sie in diesem schicken Pink. Und da ist natürlich klar, wenn die Zinsen steigen, dann verteuert sich die Refinanzierung, dann nimmt natürlich auch der Anteil Zinszahlungen zu. Und wenn man eben unterstellt, dass die Wirtschaftsleistung konstant bleibt, dann verschlechtern sich eben die Kennzahlen. Auf der anderen Seite, auch das muss man sagen, wenn Sie mal diese Länge des Balkens hier in Relation setzen zur Phase beispielsweise Ende der 90er Jahre, dann muss man sagen, damals war es deutlich schlimmer, damals waren die Renditen auch noch deutlich höher, aber insgesamt waren natürlich die Schulden niedriger und insgesamt hat ja Italien das Problem, dass man sehr nachhaltig mit einer schwachen wirtschaftlichen Entwicklung zu kämpfen hat und da sie Steuern und auch Sozialversicherungsabgaben nur aus der Wirtschaftsleistung extrahieren können und sie ansonsten eben Schulden machen müssen, dann erklärt das natürlich auch die ökonomischen Probleme und eine langfristig stagnierende und teilweise ja darbende Wirtschaft, die sorgt natürlich auch für Probleme bei der Rückzahlung von Krediten und das belastet den Bankensektor und damit ist eigentlich auch die Malaise ja auch schon erklärt. De facto, solange die Politik diese Probleme nicht nachhaltig angeht und man ist ja natürlich auch im Zielkonflikt zwischen populistischen Thesen
und ökonomischem Sachverstand. Dabei werden die Zinsen in der Eurozone nicht nachhaltig steigen können. Noch dazu, dass wir momentan ein abnehmendes Wirtschaftswachstum der Eurozone sehen. Und dementsprechend hier mal, finde ich, eine sehr, sehr wichtige Grafik, die in Orange zeigt, wo eigentlich der Leitzins, wenn man ökonomische Regeln befolgen würde, die sogenannte Taylor-Regel, wo der Leitzins stehen müsste für Deutschland und wo der Leitzins für Deutschland steht, aufgrund dessen, dass sich Deutschland eben im System der Europäischen Zentralbanken hier befindet. Und Sie sehen schon, eigentlich müsste der Leitzins stehen bei 3,8%. Wir sind de facto bei 0. Das ist natürlich eine exorbitante Differenz. Diese politisch gemachten Zinsen, die sind für Deutschland viel, viel zu niedrig. Und das wird natürlich irgendwann schwerwiegende Folgen haben. Wenn Sie auf der anderen Seite glauben, dass die Eurozone morgen gegen die Wand fährt, weil die Eurozone oder auch die Europäische Zentralbank nicht mehr genügend Feuerkraft hätte und wir deswegen davon ausgehen müssen, dass morgen das große Inferno ausbricht, das wage ich in Frage zu stellen, weil ich habe Ihnen hier mal Japan mitgebracht. Japan sehen Sie in diesem Orange und sehen dargestellt, dass es die Notenbankbilanz der japanischen Zentralbank in Relation zu Wirtschaftsleistung und da sehen Sie, da hat Japan jüngst die 100% geknackt. Japan hat demografische Probleme. Sie wissen das Thema Überalterung. Japan hatte auch nach diesen Exzessen, die man ja hatte, die auch zur Preisblase am Aktienmarkt geführt hat und zur Preisblase im Immobilienmarkt sehr, sehr große Probleme und jetzt kauft man einfach alle Schulden entsprechend über die Notenbank hier auf. Trotzdem ist der japanische Yen heute noch eine Fluchtwährung und auch wenn die Parallelen nicht perfekt sind, weil die Japaner einen Großteil ihrer Schulden selbst besitzen und eben auch die eigene Notenbank kontrollieren, haben wir natürlich trotzdem die Thematik hier im Vergleich beispielsweise zur Eurozone und das sehen Sie hier in dieser Linie dargestellt. Die Bilanz der Europäischen Zentralbank beträgt aktuell rund 40% der Wirtschaftsleistung der Eurozone. Sie sehen die USA hier, die oft gescholtene USA, die liegt hier bei etwas über 20%. Was ich Ihnen aber auch sagen möchte, ist am Ende des Tages, dass natürlich hier immer noch sehr, sehr viel Luft zwischen der Relation besteht, die wir in Japan sehen und dem, was wir in der Eurozone haben. Also da ist schon entsprechend noch Feuerkraft vorhanden und klar, die Notenbank wird das nur tun, wenn es keine Alternativen gibt, aber Sie haben ja Mario Draghi damals gehört, whatever it takes und ich glaube nicht, dass der nächste Notenbankpräsident das anders handhaben wird und von daher, Sie sehen die Relation, da wäre theoretisch noch deutlich Luft und die Amerikaner hier, auch wenn das der ein oder andere nicht gerne hören mag, sind hier doch deutlich solider aufgestellt, wenn wir eben diese Kennzahl hier zu Rate ziehen. Heißt aber auch im nächsten Zwischenfazit, die steigenden Renditen und auch der Indikator, den die EZB berechnet für den Stress bei Staatsanleihen, also das ist ein Indikator, den man nimmt, um anhand verschiedener Indikatoren, die ich für sehr plausibel halte, den Stress im Markt für Staatsanleihen einzelner Länder zu berechnen. Die zeigen momentan eine angespannte Situation, aber mit Sicherheit keine Panik. Wir sehen zudem, dass die Bewegungen nur auf Italien begrenzt sind. Das konnten Sie eben bei den Renditeentwicklungen sehr gut nachvollziehen. Für Deutschland die Zinsen viel zu niedrig und das erhöht hierzulande natürlich das Risiko von finanziellen Fehlentscheidungen, weil zum einen haben wir eine Inflationsrate, die gestiegen ist. Das reduziert natürlich den Kaufkrafteffekt beziehungsweise führt natürlich zu Kaufkraftverlusten bei vielen defensiven Kapitalanlagen. Dementsprechend spricht das für den Flucht in Sachwert und die Immobilie ist hier in vielen Fällen natürlich der Favorit der Stunde, weil es verbrieft eben die Vorteile eines Sachwertes, die man damit unterstellt, inflationssicher, wertstabil, krisensicher. Aber Sie sehen eben die Nachteile nicht. Aktien sind eigentlich ganz, ganz langfristig gesehen eigentlich der bessere Vermögenswert. Aber Aktien schwanken eben und dementsprechend ist die Immobilie hier natürlich im Vorteil. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, Sie haben alle entsprechende Erfahrungen mit Immobilien gemacht, beziehungsweise wenn Sie mal schauen, wo Sie selbst wohnen und Sie gehen mal auf Immobilien-Scout und schauen, was Ihre Wohnung oder Ihre Immobilien gerade kosten, dann sind wir, glaube ich, vielleicht schon an dem Punkt, wo man sich Gedanken darüber machen muss, ob wir hier den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen und der Wald vor lauter Bäumen heißt einfach, ist der Zins zu niedrig, dann kommt es zu Fehlallokationen von Kapital und da helfen auch Argumente wie, die Leute müssen hier irgendwo wohnen, nicht, weil am Ende des Tages, ne, auch in Irland mussten die Leute irgendwo wohnen, auch in Spanien mussten die Leute irgendwo wohnen, auch in den USA, bevor die Blase geplatzt ist, mussten die Leute irgendwo wohnen. Soll nicht heißen, dass wir in Deutschland eine ähnliche Entwicklung sehen, aber soll sie an dieser Stelle vielleicht dafür sensibilisieren,
dass momentan der ökonomisch sinnvolle Einsatz von Kapital bei Immobilien zur Kapitalanlage, zumindest dann, wenn sie nicht die Projekte selbst entwickeln und wesentliche Arbeitszeit in Revitalisierung und Ähnliches investieren, vielleicht momentan nicht das beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet, auch wenn es emotional angemessen oder emotional angenehm ist. Grundsätzlich die Kombination aus Demokratie, jeder hat eine Stimme, glücklicherweise befinden wir uns in einer Demokratie, und eben der Demografie, also sprich Überalterung der Gesellschaft. Die überalternde Gesellschaft hat tendenziell natürlich eher ein Interesse an dem Thema Statuserhalt und weniger zukunftsgerichteten Indikationen. Wir sehen, dass auch die Politik natürlich diese Zielgruppe stark ansprechen muss. Klar, allein aufgrund der Anzahl der Köpfe macht das natürlich Sinn. Aber in Kombination auch mit der Globalisierung, respektive auch mit der Digitalisierung, die natürlich hier Einfluss haben auf verschiedene Teile der Bevölkerung, ist es natürlich schon die Frage, wie die Politik zukünftig Transferleistungen und Ähnliches stemmen wird. Und ich gehe davon aus, dass wir auch in Europa die Thematik sehen werden, dass wir kreditfinanzierte Ausgabenprogramme der Staaten bekommen werden in Bildung, in Forschung, in Infrastruktur. Das wird, wie gesagt, auch auf Pump stattfinden, um hier entsprechend natürlich auch den populistischen Tendenzen Einhalt zu gebieten. Das wird man im Zweifelsfall auch natürlich auf Schulden finanzieren. Und wenn der Staat sich mehr verschulden muss, dann kann er sich natürlich keine steigenden Zinsen leisten. Und von daher, glaube ich, haben wir allein schon aus diesen Gründen in der Eurozone durchaus einen Deckel auf dem Thema Zinsentwicklung. Das heißt, nachhaltig positive Realzinsen, mit der man wirklich von Altersvorsorge sprechen kann, mit der man wirklich über nachhaltige Kaufkraftgewinne über mehrere Jahre sprechen darf. Ich glaube, das ist in diesem Umfeld nicht zu erwarten. Von daher müssen wir hier wirklich umdenken, weil die Altersvorsorge ist in der Schieflage. Das Thema wird sich weiter zuspitzen, weil, wie gesagt, an der Zinsfront keine Entlastung. Also, wie gesagt, grundsätzlich, ich glaube, das Ende der Eurozone, wenn man es denn interpretieren will, und in schwierigen Zeiten, da sind natürlich die Weltuntergangspropheten immer reichlich gesät, und wenn sie es nur oft genug erzählen, dann haben sie auch irgendwann recht. Aber ich glaube, es wird nicht daran liegen, dass die Notenbankbilanz der Europäischen Zentralbank begrenzt ist. Wir haben eben das, den Vergleich zu Japan gesehen, sondern man wird wahrscheinlich an irgendwelchen strukturellen Problemen scheitern, weil man sie eben politisch nicht auf die Spur bekommen hat. Vielleicht auch an Divergenzen, die durch Globalisierung, durch unterschiedlichen Einsichten und Perspektiven zum Thema Umgang mit Flüchtlingen und Ähnliches resultieren können. Aber wie gesagt, ich glaube, die begrenzte Feuerkraft der Europäischen Zentralbank wird nicht der Auslöser sein. Kommen wir kurz zur globalen Konjunktur. Die Stimmung ist schlechter, das lesen Sie in der Zeitung. Dementsprechend habe ich mich auf wenige Aussagen hier konzentriert, die nochmal im Gesamtkontext relevant sind. Zunächst sehen wir hier die Einkaufsmanager-Indizes für verschiedene Länder, eben im Zeitablauf. Hier unten sehen Sie das nochmal dargestellt für die Eurozone in diesem Türkisblau, für die USA in Dunkelblau und für Schwarz dann eben auf globaler Basis zusammengefasst. Und da sehen Sie erstmal leider Gottes, okay, auch Italien hier in Gelb, ja, da ist die Tendenz wirklich negativ. Insgesamt sind wir überall noch im positiven Bereich, wenn man diesen Indikator betrachtet, aber man sieht doch eben, es hat sich doch erheblich abgeschwächt. Also von diesem Zeitraum Ende 2017, wo man noch davon ausging, dass wir auch 2018 einen globalen synchronen Aufschwung erhalten werden. Dieses Bild hat ein paar Risse bekommen, und wenn dieses Bild Risse bekommt und Sie kombinieren das eben mit Brexit und Trump und Handelskrieg und Problemen in China, dann kommen Sie eben dazu, dass mehr Unsicherheit in die Zukunft hinein diskontiert wird, und eine höhere Unsicherheit zu diskontieren führt tendenziell zu geringeren Vermögenspreisen. Auch in Deutschland, die Stimmung, die ja vom IFO-Geschäftsklimaindex gemessen wird, die ist ein bisschen auf dem Rückgang. Sie können das hier auch wiederum oben im Zeitablauf sehen. Unten sehen Sie das wiederum hier natürlich in der kurzfristigen Perspektive, jeweils für die einzelnen Monate. Und da sehen Sie schon, egal ob Sie das Klima insgesamt nehmen oder die Erwartungen oder die aktuelle Lage, überall sind wir im Endeffekt in der Tendenz ein bisschen nach unten gerichtet. Aber was man auch ganz klar sagen muss, das ist jetzt momentan hier auch noch kein Weltuntergang meines Erachtens, weil wenn Sie mal in die Vergangenheit schauen, auch vor der Finanz- oder vor der Euro- und Staatsschuldenkrise, muss man ja sagen, da waren wir schon noch mal ein Stückchen tiefer. In der Krise selbst waren wir ein gutes Stück tiefer. Also wer den Indikator heranziehen will, der muss hier, glaube ich, noch auf deutlich negativere Werte warten, bevor er sich am Aktienmarkt positioniert, weil die Werte jetzt, die sind so ein bisschen im Niemandsland, die helfen Ihnen noch nicht, um auf Basis dieser Kennzahl Entscheidung für die Anlagestruktur zu treffen.
Steigende Zinsen, die sind eher schlecht für den Binnenkonsum. Wo steigen die Zinsen in den USA? Sie sind hier dargestellt an der linken Achse, dass die Verkäufe bestehender Immobilien in den USA, da sehen Sie, das hat sich im Endeffekt auch abgeschwächt auf mittlerweile 5.150.000 Einheiten und parallel dazu sehen Sie in Orange die Hypothekenzinsen für 30-jährige Laufzeiten und da sehen Sie schon, die sind natürlich von den Tiefstwerten, die wir hier auch gesehen haben in der jüngeren Vergangenheit, sind die natürlich ordentlich angestiegen, also irgendwo von 3,3, 3,4% auf mittlerweile 5,2%, das heißt, natürlich eine ordentliche Ecke höher. Wenn Sie eben 1,8, 1,9% mehr Zins bezahlen, dann sind das pro 100.000 Dollar Darlehen eben 1.900 Dollar, die eben hier mehr in den Zins fließen. Und wer sich mal mit der ökonomischen Hintergründen der US-Konjunktur beschäftigt, der weiß, der Binnenkonsum macht fast 70% aus. Die Amerikaner sind nicht gerade Sparer, es ist eher eine Asset-Driven Economy. Das heißt, man geht eben davon aus, Immobilien steigen, dementsprechend, weil Immobilien steigen, weil Aktien steigen, muss ich selbst nichts sparen, weil das Sparen wird quasi ersetzt durch die Vermögenspreise, die hier eben einfach ansteigen. Daher steigende Zinsen in Kombination mit einer größeren Skepsis im Immobilienmarkt, das kann durchaus Auswirkungen auf die Stimmung der US-Konsumenten haben, aber wie gesagt, auch das momentan noch kein ausreichender Grund, die Kursbewegung zu erklären. Dementsprechend, das nächste Zwischenfazit, versuchen Sie bitte nicht, den Versuch zu unternehmen, die schwachen Kurse, die wir heute haben, der DAX bei 11.050 Punkte, wir sind vom Hoch fast 20% gefallen, wir kommen von 13.500 Punkten im Allzeithoch. Versuchen Sie bitte nicht, die schwachen Kurse jetzt damit zu erklären, dass die aktuell verfügbaren volkswirtschaftlichen Daten schwach sind, weil wir versuchen gerne Muster zu erkennen, wir Menschen mögen fundamentale Erklärungen, aber insbesondere die Stärke der Kursbewegung oder auch die Heftigkeit von Kursausschlägen, die ist nicht mit volkswirtschaftlichen Daten zu erklären. Die ist eher getrieben durch Risikomanagement, was heute betrieben wird. Immer mehr Investoren agieren quasi über Indizes, also agieren dann eben gleichgerichtet, haben ein Risikomanagement, was über Optionen und Futures auf Indizes basiert und dementsprechend haben wir da einfach auch höhere Ausschläge und jetzt nach 8, 9 Jahren Bullenmarkt, zumindest am US-Aktienmarkt, ist man hier natürlich auch ein bisschen sensibler. Dann werden auf einmal die Fundamentalkennzahlen, die man im Kursaufschwung vernachlässigt, die werden jetzt auf einmal wieder wichtiger und dementsprechend, wie gesagt, versuchen Sie nicht, starke Kursbewegungen mit leicht geänderten volkswirtschaftlichen Daten zu erklären. Grundsätzlich, die Frühindikatoren und die Wachstumsprognosen sind schwächer ausgefallen. Da wird man noch genau schauen müssen, wie es mit Brexit und Co. weitergeht. Insgesamt haben wir natürlich in den vergangenen Wochen Warnungen gesehen von der Bank für internationalen Zahlungsverkehr, die das Thema Schulden nochmal konkret angesprochen hat. Wir haben das unsägliche Dilemma rund um den Brexit, wir haben das Thema Handelskrieg und Co. Und diese höheren Unsicherheiten, die werden hier natürlich entsprechend eingepreist. Die drücken natürlich auf die Stimmung, die drücken natürlich auch auf Investitionsentscheidungen und da haben sie auch dann einen entsprechenden Kreislauf, der sich gegenseitig befeuert, weswegen wir typischerweise eben Ausschläge sehen, die man fundamental nicht direkt erklären kann. Steigende Zinsen haben wir eben gesehen. Ich denke, das ist jedem von uns klar. Auf der anderen Seite, über was momentan wenig gesprochen wird, ist das Thema, dass China wieder zu seinem alten Modell zurückwechselt und mehr stimuliert. Sie wissen, der gesellschaftspolitische Druck in China ist sehr, sehr hoch. Ist ja nicht gerade die lupenreine Demokratie, die man dort entsprechend erlebt. Das Ganze können Sie natürlich nur so durchziehen, wie man es durchzieht, mit dem Versprechen auf steigenden Wohlstand. Und da passen natürlich beispielsweise fallende Immobilienpreise, passen nicht so gut dazu. Deswegen China wird gegen dieses wirtschaftliche Problem natürlich hin gegenstimulieren. Das wird natürlich auch die globale Konjunktur erstmal stützen, beziehungsweise ceteris paribus. Und natürlich auch die US-Notenbank, die ja mit ihrer Zinssteigerungspolitik und allem, was sie rund um rezessive Tendenzen gelesen und gehört haben, was man aus der Zinsstrukturkurve in den USA interpretieren kann, wenn sie denn negativ wird. All das wird natürlich auch verstummen, wenn die US-Notenbank sich derart positioniert, dass sie sagen wird, okay, wir machen jetzt nochmal ein, zwei Zinsschritte, aber das war's dann auch erstmal. Wir müssen erstmal schauen, wie sich die Konjunktur darstellt, wie sich die politische Lage allgemein darstellt. Und das würde natürlich die verschiedenen Segmente wieder positiver stimmen. Wir haben es jetzt, glaube ich, auch schon leicht gesehen,
jetzt jüngst gegen den Trend asiatische Aktienmärkte, die eine gewisse Dollarabhängigkeit haben, haben sich besser entwickelt. Wir sehen, dass die Renditen für Staatsanleihen in den USA im 10-jährigen Bereich wieder ein bisschen zurückkommen. Wir sehen, dass hier die sehr, sehr hohen spekulativen Positionen, die auf steigende Renditen in den USA gesetzt haben, dass die momentan ihre Positionen eindecken. Also von daher haben wir, wie gesagt, auch momentan zwei Themen, die momentan nicht so Mainstream sind und die quasi gegen die ersten vier Punkte laufen könnten, die ich Ihnen hier gerade eben definiert habe. Gedanken zur Portfoliokonstruktion. Ich denke, das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Aspekt. Was macht man daraus? Das können jetzt natürlich nur Ausschnitte sein, weil jede Depotkonstruktion muss natürlich den individuellen Vorgaben erfolgen, die aus finanzieller Risikobereitschaft, Risikotoleranz, Risikotragfähigkeit auch aus den objektiven Merkmalen, dem Anlagehorizont und auch dem Verständnis resultieren. Aber ich habe es Ihnen hier mal mitgebracht, um Ihnen mal klarzumachen, dass wir oft nur über Indizes reden. Wir reden über den DAX oder über den Eurostox, aber der Aktienmarkt ist sehr viel heterogener. Und was Sie hier sehen, ist in diesem Türkisblau ist der MSCI Europe, ist ein ETF, also ein investierbarer Index, den sehen Sie in Türkis. Und wir sehen hier einen Indexfonds, der auf Aktien setzt, die defensive Kriterien vereinigen, also auch über einen Indexfonds abgebildet, also sehr regelgebunden, auch kosteneffizient entsprechend hier zu positionieren. Und da sehen Sie schon, da haben wir schon einen gewissen Unterschied, ja, eben zwischen der Entwicklung, die wir jetzt eben hier gesehen haben in der Abwärtsphase, zwischen dem defensiveren Teil des Aktienmarktes und eben dem breiten Aktienmarkt, wie über Standardindizes abzubilden ist. Und das, glaube ich, ein wichtiges Thema, sich auch klar zu machen, dass Sie die Nachrichten nicht alle in Schwarz und Weiß interpretieren können, sondern eine veränderte wirtschaftliche Situation mit einem negativeren Ausblick, die würde natürlich auch bedingen, dass die Zinsen nicht steigen in der Eurozone. Das bedingt, dass Aktien die Zinsersatzqualitäten mitbringen, auch wenn der Begriff fachlich nicht ganz korrekt ist, aber in der Allgemeinheit wird er eben so verwendet. Und Sie gleichzeitig wissen, dass die Zinsen nicht steigen, dann sind Aktien, die eine längere Duration innehaben, natürlich ganz interessant. Und das ist ja auch, was man hier zum Beispiel eben schön sehen kann. Was wir auch sehen können in der Eurozone oder in Europa, dass sich Relationen normalisieren. Was Sie hier dargestellt sehen, ist in Blau die Rendite von Hochzinsanleihen. Also das sind Anleihen, die über kein Investment-Grade-Rating verfügen, also Anleihen schwächerer Bonität. Zeitweise werden ja auch liebevoll Junk-Bonds, also Ramsch-Anleihen genannt. Und was Sie hier in diesem Orange sehen, das ist die Dividendenrendite des breiten europäischen Aktienmarktes, das Stock 600. Und wir hatten wirklich diese abstruse Phase, und die können Sie sehr schön erkennen an dieser grünen Linie unten, die misst nämlich die Differenz. Also wir hatten diese Phase, dass Renditen von Hochzinsanleihen niedriger waren als die Dividendenrenditen von Aktien. Und das natürlich ökonomisch gesehen ein vollkommener Schwachsinn, hat auch gezeigt, wie extrem der Anlagenotstand sich insbesondere in der Eurozone darstellt. Und jetzt sehen wir hier wieder eine gewisse Normalisierung. Die Renditen von Hochzinsanleihen sind gestiegen, roundabout wieder 4,6% auf der Indexebene und vor Indexreplikationskosten, muss man immer dazu sagen, Dividendenrenditen bei 2,6%. Also das ist jetzt wieder so, wie es sein sollte. Die Renditen von Hochzinsanleihen sollten höher sein als die Dividendenrenditen, und das vielleicht auch ein Ausfluss dessen, dass die globale Notenbankpolitik sich hier in Form von fallender Liquidität bereits gezeigt hat, dass man nicht mehr jedes Risiko und jede Bonität zu jedem Preis kauft. Das kann man sehr, sehr positiv eben auch würdigen. Also eine gewisse Relation, die sich hier normalisieren. Also das positiv, aber das hat natürlich auch entsprechend Auswirkungen auf die Portfoliokonstruktion. Die Frage, an welcher Stelle man zum Beispiel eben sich eher für zinstragende Vermögensklassen und an welcher Stelle man sich eher für dividendentragende Vermögensklassen wie eben den Aktienmarkt entscheidet. Vor diesem Hintergrund diese Relation durchaus wichtig, um die strategischen Quoten in der Vermögensallokation hier entsprechend festzulegen. Was ich Ihnen noch mitgebracht habe, auch wenn es ein bisschen technisch ist, aber das sind natürlich auch die Hintergründe, die man verstehen sollte, auch gerade für langfristige Entscheidungen. Was Sie hier oben sehen, ist die Gewinnrendite des S&P 500 auf Basis der Gewinnschätzung. Und die Gewinnrendite ist das umgekehrte Kurs-Gewinn-Verhältnis. Also vereinfacht gesprochen, wenn ein Unternehmen zum 15-fachen des Jahresgewinns gehandelt wird, dann ist das KGV, das Kurs-Gewinn-Verhältnis, natürlich 15. Und wenn Sie davon den Kehrwert bilden, dann haben Sie das, die Gewinnrendite, also sprich, ganz einfach gerechnet, dass die Gewinnrendite von einem KGV von 20 ist eben 5. Ne? Also relativ
simpel und dann sind die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen quasi dem großen Konkurrent der Aktien eben in dunkelblau dargestellt. So, und das ist eben auch diese Differenz, die wir hier sehen, und immer wenn diese, wenn wir hier mal Extreme sehen, wie wir das in dem Jahr hier gesehen haben oder wo wir auch mal das gesehen haben hier zum Beispiel im Jahr 2008, also sprich dann im Kontext mit Lehman Brothers und Co., da hat man schon gesehen, okay, das sind jetzt natürlich sehr, sehr interessante Einstiegskonstellationen, und hier unten auch nochmal abgetragen für Sie die jeweilige Differenz, und da sieht man eben auch, diese Differenz war relativ gering, dementsprechend hier auch dargestellt, und das auch etwas, was Sie lesen und das so lange irrelevant ist, bis die Märkte fallen. Und wenn die Märkte fallen, dann schaut man eben auch auf solche Relationen und sagt, ups, wenn ich für eine US-Staatsanleihe 3,2% bekomme und die Dividendenrendite im S&P ist nur 1,5% und die Gewinnrendite ist nur, bevor der Markt jetzt korrigiert hat, 5,5%, dann ist die relative Attraktivität eben anders. Und das ist, was wir gerade eben auch gesehen haben, und wie gesagt, das immer dann relevant, wenn die Märkte hier entsprechend sich verändern. Ja, meine Damen und Herren, was tun wir für Sie an dieser Stelle? Klar, ich denke, die professionelle Begleitung bei allen finanziellen Fragestellungen ist ein Aspekt, der hier dargestellt wurde, weil auch natürlich diese Online-Konferenz ist nichts anderes als ein Ausfluss der Themen und Punkte, die wir mit unseren Kunden und Mandanten hier diskutieren. Ich denke, was auch noch wichtig ist, dass die Vergütung rein auf Honorarbasis erfolgt. Das heißt, wir haben nicht die Thematik, dass wir hier von Banken oder Produktpartnern entsprechend abhängig sind. Das ist auch natürlich sehr, sehr wichtig, um eine kosteneffiziente Anlagestruktur umzusetzen. Aber was heutzutage auch mehr an Bedeutung gewinnt, ist die Vermögensstrukturanalyse, weil sie wirklich alles komplett vernetzt denken müssen. Das heißt, wir müssen uns klar machen, Zinsänderungsrisiken und Chancen haben sie nicht nur bei Anleihen, die haben sie auch bei Aktien. Wenn sie über Währungsthemen nachdenken, etwas, was wir momentan viel tun mit Kunden, dann sind sie eben nicht nur in US-Dollar investiert, wenn sie ein Fremdwährungskonto haben, sondern wenn Sie globale Aktien halten, dann sind da 55-60% im Dollar. Wenn Sie Edelmetalle physisch halten, dann sind die im Dollar. Und wenn Sie hier eben überlegen, dieses Fremdwährungsrisiko abzusichern, dann sind Sie aktuell mit der Absicherungskosten von rund 3,2% per anno belastet. Also da muss man sich schon sehr genau überlegen, welche Teile meiner Vermögensstruktur will ich denn mit einer Währungssicherung belegen, welche Teile möchte ich nicht mit einer Währungssicherung versehen, weil das sind wirklich erhebliche Performance Treiber, die hier zu berücksichtigen sind. Klar, das Thema Herleitung einer individuellen Anlagestrategie, individuell habe ich nochmal mit einem Ausrufezeichen versehen, weil wir leider Gottes sehen, dass der Compliance-Druck und auch der Kostendruck in den Banken, Sie können ja gut nachvollziehen, dass die Banken in der Breite kein Geld mehr verdienen, Wertpapiergeschäft haben viele Banken quasi eingestellt, und wenn man Lösungen anbietet, dann sind sie eben sehr, sehr standardisiert. Und da muss man natürlich auch sagen, komme ich bei jedem Anleger mit einer standardisierten Anlagestrategie weiter oder muss nicht zumindest diese Herleitung sehr individuell sein und unterschiedliche Aspekte von der Risikobereitschaft bis zur Vermögensstruktur hier berücksichtigen. Steuerliche und rechtliche Themen, auch das mag an dieser Stelle gesagt sein. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wir haben natürlich die Abgeltungssteuer, wir haben die Investmentsteuerreform, die zum 01.01.2018 in Kraft getreten ist und für Investmentfonds hier ihre Wirkung entfaltet. Wir haben auf der Erbschafts- und Schenkungssteuerlichen Seite extreme Veränderungen für betriebliche Vermögen, die erstmalig auch mit Substanzsteuern belastet werden können. Also das ist ein Thema, was man im Griff haben muss, und da sind wir natürlich auch im Dialog mit den rechtlichen und steuerlichen Beratern, helfen Ihnen auch entsprechende Berater eben auszuwählen, koordinieren das Ganze, weil wir heute einfach in vielen Fällen, zumindest aber in einer gewissen Vermögensgröße, immer Fragestellungen haben, die sowohl wirtschaftlicher, finanzieller als eben auch steuerlicher und rechtlicher Natur sind. Und da muss eben ein Zusammenspiel der unterschiedlichen Disziplinen stattfinden, weil ansonsten haben Sie Insellösungen und das natürlich mit Sicherheit nicht gewünscht. Regelmäßiger Abgleich, ich glaube auch das versteht sich von selbst, und was ich sehr, sehr positiv finde, dieses Thema moderne Technik, also wie kann man heute ortsunabhängig zusammenarbeiten, das spielt keine Rolle, ob Sie bei einer Sparkasse, einer Volksbank, einer Deutschen Bank sind, ob Sie in München oder Kiel wohnen, wir können Sie überall beraten, wir können Ihnen ein tolles Vermögensreporting liefern, was Ihnen auch online zur Verfügung steht, und dementsprechend sehr, sehr schöne Möglichkeiten hier auch auf die Niedrigzinsphase zu reagieren, indem man eben seine finanziellen Entscheidungen hier dementsprechend professionalisiert. Ja, meine Damen und Herren, ich habe jetzt viel geredet, deswegen an dieser Stelle würde ich die Aufzeichnung beenden, sodass wir hier dann noch unter uns entsprechend in die Fragerunde gehen können.
Nutzen Sie hierzu bitte die Software, die Möglichkeiten, die Ihnen die Software bietet. Allen, die uns jetzt bereits verlassen, wünsche ich einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Bis auf bald. Und allen anderen freue ich mich jetzt auf Ihre Fragen und auf eine angeregte Diskussion.